أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Endlich geschafft. Mit einer Dattel und einem Schluck Wasser wird nach mehr als 16 Stunden das Fasten gebrochen. Alltag im muslimischen Fastenmonat Ramadan. Fast 30 Tage lang dürfen die gläubigen Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang keine Speisen und Flüssigkeiten zu sich nehmen. Doch es gibt auch Ausnahmen. Wer also von euch während dieses Monats anwesend ist, der soll ihn fasten. Wer jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, eine gleiche Anzahl von anderen Tagen. Noch mehr über den Ramadan und den Islam konnten Besucher in St. Georg 3 Tage lang im Ramadan-Pavillon des Islamischen Bundes erfahren. Unterstützt durch Vielfalt St. Georg Borgfelde konnte der Pavillon bereits zum 2. Mal stattfinden. Vor dem Hintergrund der vielerorts noch vorhandenen Angst vor dem Islam soll der Pavillon öffentlich zeigen, dass kein Grund für Furcht und Ablehnung besteht. Viele Vorurteile basieren auf Unkenntnis und Berührungsängsten. Der Ramadan-Pavillon lädt daher dazu ein, gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Eine Einladung, der viele gefolgt sind. Auf der Bühne wird es aber auch politisch. Wenn der Nachbar arm sei, könne man selbst nicht reich sein, heißt es in einer der Predigten. Dass auch mitten in Hamburg noch viel Armut herrscht, macht die Podiumsdiskussion während des Ramadan-Pavillons deutlich. Es sind Menschen, die zu uns kommen, die tatsächlich obdachlos sind und draußen auf der Straße schlafen müssen. Es sind aber auch Menschen, die vielleicht in irgendwelchen einfachen Unterkünften untergekommen sind oder die sogar zwar eine Wohnung haben, aber so wenig Geld, so wenig eben übrig haben, dass sie doch ganz gerne eben einmal in der Woche dieses warme Essen bei uns mitnehmen. Passend zum Fastenmonat Ramadan geht es um das Thema Hunger. Neben Hilfsprojekten direkt in St. Georg geht es auch um die Unterstützung der Gruppe Lampedusa in Hamburg. Als die Lampedusa-Flüchtlinge-Gruppe hier in Hamburg irgendwie angekommen sind, haben wir festgestellt, dass wir auch irgendwie was machen müssen. Also da haben wir, der muslimische Familienverein hier bei Borgfeld, auch irgendwie einige Initiative irgendwie gegründet mit der evangelischen Kirche, also mit Pastor Marwege, Gruppe auch, irgendwie eine Spendenaufrufe gemacht, um überhaupt diese Lampedusa-Flüchtlinge zu ernähren, ein bisschen Essen auch irgendwie zu geben. Mit dabei ist auch Volker Schmidt. Normalerweise ist er mit seiner roten Suppenküche im Stadtteil unterwegs, um für Bedürftige zu kochen. Jeder muss essen, jeder egal ob arm, reich oder was. Jeder muss irgendwie, jeder Mensch, dem steht eine warme Mahlzeit am Zahn zu. Mehr will er gar nicht haben. Einfach als Mensch respektiert werden. Für den Ramadan-Pavillon ist er mit seinem Anhänger aber extra für das Fastenbrechen gekommen. Das gemeinsame Essen um 22 Uhr ist gleichzeitig der Höhepunkt des Abends. Damit die vielen Gäste nach dem langen Tag schnell mit Speisen und Getränken versorgt werden können, sind zahlreiche Helfer im Einsatz. Es gibt Datteln, Wasser, Ayran und Brot sowie Suppe, Reis, Lammfleisch und Salat. Viele Gläubige nehmen auch die Gelegenheit wahr, gemeinsam zu beten. Auch das ist für so manchen Besucher eine neue Erfahrung. Genau dafür ist der Ramadan-Pavillon aber da. Zusammenkommen, sich austauschen und gemeinsam bis in den späten Abend klönen. So, wie man es in Hamburg eben gewohnt ist. Allahu Akbar.